So, ich muss noch mal einen Nachtrag machen. Also es geht jetzt darum, dass es entschieden worden ist, also wenn ich dieses Geld nicht annehme, dann wird es mir eben aufs Konto überwiesen. Da könnte ich ja gar nichts machen dagegen. Da fehlen mir eigentlich die Worte, weil sowas, wenn eine Sache kacke gelaufen ist, noch eine Steigerung von Kacke zu machen, da weiß ich nicht, was das soll. Und ich denke eben, wenn man eine hohe moralische Anforderung hat, dann muss man die auch in der eigenen Organisation bis zum Ende durchhalten. Und da kann man nicht anfangen, irgendwas zu stricken und zu mauscheln. Das geht einfach nicht. Gut, also ich meine, wenn sowas an mich herangetragen ist, ist es eigentlich eine Bestätigung dafür, was ich vermute. Weil, wie will man denn hier weitermachen? Will man sich jetzt hier wieder reinklagen und das alles auseinanderhauen? Ich denke mal, dass es besser ist, die Leute zusammenzuholen, die damals in der DDR erstmal eine gute DDR wollten. Ne? Weil eine andere Vorstellung hat man ja nicht. Wir waren ja so negativ beeinflusst, der Westen alles böse und schlecht. Wir wollten einfach das Rotlicht weg haben, die Verfolgung weg haben und dann wollten wir das Schritt für Schritt in eine moderne Gesellschaft umbauen, wo wir keine Obdachlosen haben, keine Analphabeten, kein soziales Elend, dass jeder Arbeit hat und dass es eben nicht in den Betrieben, dass die Leute da rumlungern und nichts machen und nichts und so eine typische Planwirtschaft, sondern was richtig Gutes auf den Weg bringen. Also sozusagen das Beste aus beiden Gesellschaftssystemen zusammenziehen und dann sagen, es bleibt keiner auf der Strecke, es wird keiner verheizt, es wird nie gelogen, es wird nicht Geld beiseite getan, sondern eine richtig gute Sache. So, jetzt ist die Frage, ob man das überhaupt mit den BRD-Parteistrukturen auf den Weg bringen kann. Ich finde ja, aber man müsste dann im Statut Vorkehrungen treffen, dass man sagt, also wenn Protokolle frisiert werden oder wenn sich Leute sozusagen zusammenhocken und dann Leute rausschicken zur Abstimmung, damit sie das noch durchkriegen, solche Sachen müssen dann einfach zum Ausschluss führen, ja, weil das sind da werden die Prinzipien der demokratischen, freiheitlichen Grundordnung unterlöchert und sowas kann niemand befürworten. Man muss ja überlegen, es gibt ja viele, die damals Entscheidungsträger waren, also im Rat des Kreises, bei der Volkspolizei oder bei den bewaffneten Organen, Kampfgruppe, was auch immer. Es waren ja nicht alles Leute, die nur darauf aus waren, die Systemkritiker zu drangsalieren und zu beseitigen, sondern die waren von der Idee des damaligen Sozialismus eben überzeugt, dass das das Beste ist für uns alle und haben dann erst in der Wende gemerkt, dass man ihnen was Falsches erzählt hat, dass sie in falschen Idealen hinterhergerannt sind. Aber aus ihrer Sichtweise haben die sich erstmal nichts vorzuwerfen, weil die hatten nur falsche Informationen. Was soll man denn mit falschen Informationen entscheiden? Ja? Man kann nur aufgrund von Fakten irgendwas machen. Aber wenn man falsche Fakten vorgelegt kriegt, dann kann man abstimmen, wie man will. Dann kommt nur Mist raus. Dann hat man eben aus Kacke die Steigerung von Kacke erfunden. So. Und wenn man das nicht grundsätzlich bereinigt, kommt da nie Ruhe rein. So. Und ich denke nicht, dass ich das ja auskämpfen will oder muss, weil wir haben nicht mal ewig Zeit. Man muss davon ausgehen, dass der Euro zum Jahresende hinten runterfällt. Es passiert einfach dann, wenn USA, China und was auch immer ihren Dollar auf den Markt werfen, die Staatsanleihen auf den Markt werfen, dann ist hier auch bei der Eurozone ganz schnell Schluss. Und ich gehe mal davon aus, dass das dieses Jahr passiert, weil Putin wohl gesagt hat, dass er zum 8. Januar 2016 die neue BRICS-Währung auf den Markt bringen will. Und das ist klar, dass natürlich die Leute, die also Unternehmensanleihen und Aktien haben, ihre Sachen ins Trockene bringen wollen. Und da wäre ich schon gerne dabei mit einer Organisationsform, dass man sagen kann, wir machen hier was richtig Gutes, Neues, wo wir Frieden haben, wo wir keine, eine Gesellschaftsform, wo man sagen kann, da können wir alle gut damit leben. Wir wissen, dass hier in diesen Verwaltungen und in Scheinbehörden viel Unrecht passiert ist. Das wissen wir. Habt ihr selber mitgekriegt? Ihr habt selber mitgekriegt, wie wir uns bei den Protokollen gekümmert haben und gemacht haben, aber müsst eben auch sehen, die Leute hängen auch in einem Arbeitsverhältnis drin. Die haben alle Kredite laufen, das Auto ist auf Pump, das Haus ist auf Pump, die Frau rennt weg, wenn das alles wegstürzt. Und was sollen die Leute denn machen? Wie sollen sie sich denn entscheiden? Wo sollen sie denn hin? Zu welchem Arbeitgeber sollen sie denn hin?
So, also warten die alle, bis einer als Erster den Stecker zieht. Und dann sind die natürlich alle wieder da. Aber das ist, funktioniert so nicht. Ich bin ja der Meinung, dass man in einem kleinen Ort anfangen muss, alles richtig zu machen. Und dann sagt der Nachbarort, wir machen das auch so. Also wir könnten zum Beispiel in Grünau, da haben wir schon mal 95% der Leute, die sagen, die Zwangseingemeindung war illegal und wir wollen selbstständig sein wieder. So, und dann muss der Bürgermeister hintreten, muss eine Wahlurne auf den Tisch stellen, sag, du mich jetzt nach Notstandsrecht 1914 wählen lassen. Und dann entscheide ich das, was richtig ist und was falsch ist, was passiert und was nicht passiert. So, weil die BRD selber tut ja niemand in der Existenz anzweifeln oder in Frage stellen. Aber es ist eben kein Staat, es ist nur eine Verwaltung. So, und wir brauchen eine staatliche Organisation. Eine staatliche Organisation werden immer vom Bürgermeister nach oben aufgebaut. Der Bürgermeister entscheidet vor Ort, dann gibt es den Kreisrat, der tut die Zusammenarbeit der Bürgermeister koordinieren. Und dann sind die Kreisräte wieder auf Landesebene organisiert, die machen dann die Zusammenarbeit. Aber das ist nicht so, dass der Kreisrat dem Bürgermeister irgendwas zu befehlen hätte. Sondern es war schon zum kaiserlichen Recht so, dass die Selbstverwaltung bis in die kleinste Einheit durchorganisiert worden. Dass wenn da lokal entschieden worden ist, dann hat das erstmal Bestand. Also wie der Sheriff in der früheren USA, die es ja heute nicht mehr gibt, weil das auch alles nur Firmen sind. Ja, und sowas braucht man. Und wer da mitmachen will, da schreibt einfach in die Videokommentare rein. Ey, ich finde die Idee klasse, das machen wir. Und dann lasst uns sowas aufbauen. Ich habe irgendwie nicht den Eindruck, dass ich jetzt jedem erklären muss, dass man keine Protokolle stricken darf und dass man auch keine befangenen Sitzungen machen muss. Darüber muss ich niemand belehren. Sondern es muss einfach so sein, dass es jedem selber klar ist. Und dort, wo das nicht klar ist, mit den Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht. Und man tut sich nur verärgern und hochbringen, das ist keine solide und saubere Arbeitsweise. Und da bin ich auch nicht alleine mit meiner Meinung. Und wenn wir auf der Basis vorankommen wollen, dann tue ich mich gerne mit Gleichgesinnten zusammen. Alles klar. Okay, tschüss.